Hallo, ihr Couchos, zur nächsten Folge Evoland 2. Heute von Anfang an auf Deutsch und nicht mehr auf Englisch. Nein, das Englisch war ja auch nur einfach nur, weil. Einfach nur, weil, einfach, genau. Nein. Anders war ja dieser Kartenbug nicht zu beheben und zumindest angucken wollte ich mir das mit der Karte einfach mal kurz. So, was haben wir denn noch? Wir haben hier oben noch irgend. Da kommen wir nicht lang. Warum ist überhaupt da das Labor? Ist das Labor nicht eigentlich da links gewesen? Wisst ihr was? Wir sprechen einfach nochmal kurz den Jungen an. Ich will nochmal kurz wissen, dass. Ich will nochmal, dass der mir genau sagt, wo das war. Das war, glaube ich, der Junge hier an dem Brunnen. An der Tür hier. Nee, hä? Der Junge ist weg. Warum ist der Junge jetzt weg? War der das nicht? Oh shit. Jetzt muss ich über. Aber doch, der hat auf jeden Fall in den Ruinen. Aber hatte der nicht gesagt, in den Ruinen im Süden? Oder hatte der gesagt, in den Ruinen im Westen? Kann sein, dass er gesagt hat, in den Ruinen im Westen. Das heißt. Aber sind das hier im Westen Ruinen gewesen? Egal, wir gehen da einfach eben mal hin und gucken. Ich meine, einen anderen Weg haben wir jetzt sowieso gerade nicht. Doch, nach oben könnten wir noch, aber da eigentlich müsste die Brücke versperrt sein. Oh, sieh mal eine an. Hier sind tatsächlich einige Stimmen, hier Dämonen. Einige Stimmen behaupten, dass ein Mitglied der Königsfamilie von Dämonia überlebt haben soll. Glaubt ihr, dass diese königlichen Dämonen eines Tages kommen wird, um uns zu retten? Bin ich mir ziemlich sicher. Ich verstehe nicht, warum die Dämonen nicht einfach Reis ausnehmen. Also, wenn ich an ihrer Stelle wäre, würde ich das bestimmt. Das dürfte beweisen, dass sie nichts als Tiere sind. Du bist aber eher optimistisch. Bist du so? Du arbeitest nicht. Mit etwas Glück falle ich bald einem Feldsturz zum Opfer. Wenn alle Hoffnung verloren ist, bleibt nichts als ein tiefes schwarzes Loch. Alle Tage sind gleich, alles wiederholt sich endlos. Zu leben und immer wieder den gleichen Schmerz zu spüren, ist das das ewige Leben? Wenn mein Leid mich zu überwältigen droht, denke ich zurück an die Zeiten, in denen ich als Kind die Sterne betrachtete. Glaubt ihr, es gibt da draußen fern von unseren eigenen anderen Welten? Da draußen fern von unserer eigenen anderen. Unserer eigenen? Andere Welten, in denen alle glücklich sind? Nee, ich glaube, es gibt immer welche, die unglücklich sind. Dieses Bergfest ist uralt. Während des großen Krieges lebte hier ein berühmter Schmied. Ich weiß. Es heißt, dass er die erlesensten Ausrüstungen herstellte, die je geschmiedet wurden. Jo, das ist durchaus richtig. Lasst mich in Ruhe, ich habe zu tun. Die im Krieg als gefangen genommenen Dämonen wurden hier zur Arbeit abkommandiert, um die Reichtümer des Kaiserreichs zu mehren. Nur gut, dass Dämonen so lange leben und so hart im Nehmen sind. Vielleicht werden wir sie in 50 Jahren oder so freilassen. Ich fürchte irgendwie nicht. Ich hoffe, dass die in 50... Ja gut, 50 Jahren war das auf jeden Fall, aber ich hoffe, dass wir die Zukunft ändern können. Die meisten meiner Freunde haben bei der Arbeit in diesem Bergwerk ihr Leben gelassen. Nur die zähesten überleben. Ich schätze mich nicht glücklich, überlebt zu haben. Mir kommt es wie ein Fluch vor. Ja, dem würde ich wohl zustimmen. Guck mal, ich will das Orikon-Erz hier mitnehmen. Schade. Das wäre voll cool, das Erz da mitnehmen zu können. Nice, da haben wir tatsächlich den Schlüssel. Mit einer Schlossknackerfähigkeit wäre das Spiel viel einfacher. Okay, da hoch kommen wir nicht. Ne, da kommen wir nicht hoch. Gut, dann gehen wir jetzt erstmal zurück. Und schauen mal, was uns in der Kaserne erwartet. Ich bin da echt gespannt. Weil, gut, wir können hier nochmal ganz kurz gucken, was ich hier getan hatte, bei der Lichtung. Was war denn hier nochmal beim ersten Mal? Ich hab das schon wieder vergessen, muss ich gestehen. Ja, hier war dieses komische Spiel von wegen, ja, hier kannst du einmal kaputt hauen und dann mit Glück hast du mehr, als du vorher, als du eingesetzt hast.
erinnere mich jetzt wieder. Wie viele hier sind. Ob ich mir jetzt hier was merken könnte? Und das dann in der, wenn ich dann wieder in die Vergangenheit gehe, es dann anders sein, ob ich dann da gewinnen könnte? Ich frage mich immer noch, warum er meinen Schatz so schnell gefunden hat. Wer denn? Oh, vielleicht hätte ich mir merken müssen, welcher Busch weg war. Ah, bestimmt hätte ich mir merken müssen, welcher Busch weg ist. Und dann hätte ich hier... Oh Gott. Mache ich das... Oh nee, oder? Nee, da habe ich keine Lust zu. Ich mag mir jetzt nicht merken, welcher Busch da gefehlt hat. Also ich, wahrscheinlich, wenn ich jetzt wieder hier hingehe, dann ist der, sind die Büsche ja wieder da. Und, nee. Nee. Das lasse ich. Ich weiß ja nicht mal, wann ich da hinkomme. Da ich es ja jetzt nicht am Stück spiele, habe ich das bis dahin bestimmt wieder vergessen. Ich meine, vielleicht war da jetzt auch irgendein anderer Hinweis, aber nee. Das mache ich jetzt nicht. Im Zweifel zerärgere ich mich am Ende, aber kann jetzt nichts ändern. Was? Was? Ihr wollt unsere geheime Basis betreten? Zuerst müsst ihr mir die 5 Schlüssel bringen, um zu beweisen, dass ihr zu uns gehört. Wir bewachen unsere Schlüssel streng. Das wird also nicht einfach. Was? Ihr habt die 5 Schlüssel? Boah, das ist ja vielleicht krass. Dann dürft ihr reinkommen. Der Prophet wird euch gleich empfangen. Gott, eigentlich erfüllen wir jetzt so gesehen damit die Prophezeiung, oder nicht? Da rennt erstmal ein Kind weg. Erstmal Vandalismus betreiben. Ah ja, da hat sich ein Kind drin versteckt, alles klar. Also ist das sogar der Prophet gewesen? War es eben der Prophet? Kann ich den Knopf drücken? Nein. Da ist er nicht drin. Da auch nicht. Dann bist du da. Hallo, ich will die Münzen. Oh, jetzt kann ich die Münzen nicht mitnehmen. Würdet ihr wohl aufhören, mir zu folgen? Was glaubt ihr überhaupt, wer ihr seid? Hier alles in unserer Basis zu zertrümmern. Ihr könnt die große Katastrophe ohnehin nicht verhindern. Ihr werdet niemals bis hierher kommen. Hier hinkommen. Okay, also einmal bis zu ihm kommen. Okay. Hier muss ich irgendwie... Irgendwie muss ich das hier richtig rollen, damit das funktioniert. So, hier können wir erstmal das... Hier können wir schon mal das Erste machen. So. Das war Nummer 1. Das da wäre Nummer 2. Kann ich die seitlich schieben? Nee, seitlich kann ich die nicht schieben. Ja, wenn ich den hier runterschiebe. Achso, ja, macht Sinn. Gut. So. 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 Und... So. Aber da fehlt doch was. Ach, das passt da rein. Okay. Einfach mit A? Ja, einfach mit A. Alles klar. So. Dann werden wir jetzt ja irgendwie... Können wir jetzt schwimmen oder so? Oder warum haben wir das jetzt überhaupt gemacht? Das war dieses Mal einfacher als dieses komische Rätsel in der einen Stadt. Wo ich, in dem Dungeon. Wo ich so ewig gebraucht hatte.
Sie sieht mir so aus, als könnten wir das kaputt machen. Vielleicht mit Eis? Wenn mit Menos, oder? Eigentlich kann ja nur Menos Sachen zertrümmern. Na komm. Ich wüsste zwar nicht, warum wir das einfrieren können sollten, aber... Nee. Hätte auch keinen Sinn gemacht. Ich glaube, die Wand soll einfach so aussehen. So. Ah, jetzt können wir Sachen einfrieren. Nice. Ah, schaut, was ihr angerichtet habt. Ihr habt die 5 Schlüssel gesammelt. Ihr habt unsere Geheimbasis unter Wasser gesetzt. Alles steht unter Wasser. Und dann habt ihr noch meine Töpfe zu Scherben zerschlagen. Ihr seid der große Zerstörer. Ah, so wird man also der große Zerstörer. Was, Kuro? Ich schätze, wir haben uns völlig umsonst Sorgen gemacht. Aber wir müssen den Propheten trotzdem aufhalten. Wir sind ihm in der Zukunft über den Weg gelaufen. Er hat ganz klar eine Schraube locker. Sicher steckt er hinter der großen Katastrophe. So. Übersetzung könnte man auch mal leichter machen. Besser machen. Seht ihr diese Töpfchen? Über dem Wasser schweben, Kuro? Nee, wie habe ich die denn gesprochen? Nicht mit so einem Akzent. Nicht mit bayerischem. Egal. Ich glaube, ich kann sie mit meinen Kräften gefrieren lassen. Einen Versuch ist es wert. Meint ihr nicht? Jo, schon. Nice. Die hatten wir schon ganz am Anfang, hatten wir das ja schon. Da war schon die Frage, wie das wohl funktioniert. Jetzt wissen wir es endlich. Hey! Wer seid ihr? Warum tauchen heute all diese Leute in unserem Geheimbasis auf? Wollt ihr etwa die große Katastrophe verhindern? Ist das der Grund? Oh, da sind... Oh, die kennen wir doch. Entschuldigung, habe irgendwas getrunken. Die große Katastrophe. Was für eine Katastrophe. Hä? Ihr seid ein Dämon. Hey, er hat euch eine Frage gestellt. Also antwortet ihm. Ich... Fresst mich nicht. Ich sage euch alles. Es war unser Plan... Meiner und der meiner Freunde. Zum 50. Jubiläum wollen wir die große Katastrophe vom Stapel lassen. Aber es ist auch ihre Schuld. Die der Erwachsenen. Sie haben uns bestraft. Kein Feuerwerk, haben sie gesagt. Da haben wir überlegt, wie wir trotzdem alles aufleuchten lassen können. Und dann, bumm. Aber das ist alles, ich schwöre. Das nennt ihr eine große Katastrophe? Eine große Katastrophe ist es, wenn euer ganzes Volk ausgelöscht wird. Wenn alles, was euch bleibt, der Zorn ist und der Durst nach Rache. Wartet nur. Die echte große Katastrophe wird kommen. Eine Katastrophe, die durch euch Niederlage und Demütigung kosten lassen wird. Eine Katastrophe, die Genugtuung für alle die Verbrechen, die ihr Menschen verübt habt, einfordern wird. Wir haben gesagt, wir haben die gesamte Energie dieses Ortes gesammelt. Nur ein bisschen noch. Noch ein kleines bisschen. Wer sind denn diese Neuen? Ihr seid also diejenigen, die die große Katastrophe auslösen wollen? Nun, wir sind hier, um euch Einhalt zu gebieten. Ach ja. Ihr glaubt tatsächlich, ihr könnt uns bekämpfen, während wir bereit sind,
für unsere Sache zu sterben? Ich habe keine Angst vor der Gefahr. Großer Zerstörer! Rettet mich! Wir gebieten euch Einhalt, jetzt und hier, um die Zukunft zu bewahren. Das werden wir ja sehen. Alle Mann halt! Wer kommt jetzt? Wer seid ihr, die Men in Black? Hey! Wohin sind sie? Hinter uns! Ein Hinterhalt! Ich wusste doch, dass sie gefährlich sind. Sie können uns nichts anhaben, denn wir sind die kaiserlichen Ist das Jindu-Kommando? Ich meine, das Jindu-Kommando war ja wie hieß denn die Jindu? Ich glaube Jindu, ja. Waren ja eigentlich böse bei Dragon Ball, aber die haben auch komisch getanzt und waren verpeilt wie sonst was. Oh mein Gott. Ihr steht unter Arrest. Wunderbar. Dank euch können wir diese Dämonen endlich aufhalten. Dämonen? Niemand hat etwas von Dämonen gesagt, oder? Nein. Bei den Verdächtigen handelt es sich um einen jungen Mann und zwei junge Damen. Menschen. Das sind sie. Plum. Jerry. Ich glaube, es ist Zeit, dass wir gehen. Ist es jetzt euer Ernst? Oh mein Gott. Kuro! Schnell, wir müssen sie aufhalten. Großer Zerstörer! Ich werde mich um die Sondertruppen kümmern. Danke. Lauft! So, wo sind die Dämonen hin? Ihr seid uns gefolgt. Geht nur, ich kümmere mich um sie. Passt auf euch auf. Also, wie wär's mit etwas Spaß? Und damit würde ich sagen, beenden wir die Folge für heute. Ich bedanke mich vielmals fürs Zusehen und wie die Jagd nach den Dämonen ausgeht, erfahren wir beim nächsten Mal. Und tschüss.